In Brüssel wächst der Druck auf Israel, eine Zwei-Staaten-Lösung anzuerkennen. In Wien muss sich ein Polizist wegen mutmaßlicher Polizeigewalt verantworten. Windig, stürmisch und regnerisch wird das Wetter morgen. Hallo und herzlich willkommen bei ORF 3 aktuell am Abend. Wie kann es Frieden zwischen Israel und den Palästinensern geben? Um diese nicht gerade einfach zu beantwortende Frage ist es heute beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister in Brüssel gegangen. Mit dabei war auch Israels Außenminister Israel Katz. Der Druck auf sein Land wächst. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will jetzt nicht mehr von einem Friedensprozess, sondern von einer Zwei-Staaten-Lösung sprechen. Auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg von der ÖVP sagt, er sehe keinen anderen Weg als eine Zwei-Staaten-Lösung. Gemeinsam mit Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien will die EU jetzt eine Friedenskonferenz ins Leben rufen. Wie realistisch sind all diese Pläne? Das möchte ich jetzt unseren Brüssel-Korrespondenten Benedikt Feichtner fragen. Schönen guten Abend, Herr Feichtner. In Brüssel geht es heute um nicht weniger als die Frage, wie man den Nahostkonflikt dauerhaft beenden könnte. Was kann denn da auf EU-Ebene dabei herauskommen? Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat heute früh überraschend einen Plan vorgelegt. Laut dem soll es eine internationale Konferenz geben und auf dieser Konferenz, die möglichst rasch stattfinden soll, soll dann ein Friedensplan erarbeitet werden. Und die Vertreter der arabischen Länder, die heute ebenfalls mit dabei waren, die können diesem Plan durchaus etwas abgewinnen. Was der israelische Außenminister Israel Katz dazu sagt, das wissen wir nicht. Er hat heute dazu leider keine Fragen beantwortet. Es ist aber anzunehmen, dass Israel diesem Plan eher kritisch gegenübersteht. Und das ist ein Problem, denn einige EU-Außenministerinnen und Außenminister sagen, ohne Israel macht so ein Friedensplan wenig Sinn. Es ist aber trotz allem ein Zeichen, dass die EU ihre Vermittlungsbemühungen jetzt intensivieren möchte. Die EU und die USA drängen jetzt wieder vermehrt auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Die hat Israels Premier Benjamin Netanyahu allerdings schon wiederholt ausgeschlossen. Wie realistisch ist es denn, dass er sich noch umstimmen lässt? Seit Beginn des Gazakriegs habe ich noch nie so viele kritische Stimmen gegenüber Israel von Seiten der EU-Ministerinnen und Minister gehört. Nicht nur von den üblichen Verdächtigen, etwa aus Belgien oder Irland, sondern auch von den traditionell Verbündeten Israels wie Deutschland und Österreich. Es könnte sein, dass jetzt der Druck auf Israel erhöht wird. Ein Beispiel wären etwa Sanktionen gegen radikale Siedler im Westjordanland, die bereits angedacht werden. Selbst der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg hat gesagt, er könnte solchen Sanktionen durchaus etwas abgewinnen. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, die EU soll jetzt ihre wirtschaftliche Macht nutzen, um Druck auf Israel auszuüben, damit Israel zurück oder zum ersten Mal an den Verhandlungstisch geführt wird. All das ist ein Zeichen, dass der Ton gegenüber Israel jetzt rauer wird. Weiteres Thema heute in Brüssel waren die Ukraine und beziehungsweise weitere mögliche Militärhilfen aus der EU. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sagt die EU, man werde die Ukraine unterstützen, solange das nötig sei. Aber Tatsache ist, so ehrlich muss man sein, dass den Worten noch nicht wirklich Taten folgen. Nur ein Beispiel. Die EU hat versprochen, der Ukraine 1 Million Schuss Artilleriegranaten zur Verfügung zu stellen. Eine ganz wichtige Munition für die Ukraine, aber nur ein Bruchteil davon ist bislang geliefert worden. Das stört vor allem Deutschland, weil Deutschland mit Abstand am meisten liefert. Deutschland arbeitet daher an einer Liste, um zu zeigen, wer wie viel in der EU liefert. Und dadurch soll wohl auch der Druck auf die anderen EU-Länder erhöht werden, jetzt endlich auch mehr zu liefern. Vielen Dank, Benedikt Feichtner, für diesen aktuellen Bericht aus Brüssel vom Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister. Einen schönen Abend Ihnen noch. Und am Rande dieses Treffens teilt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell außerdem mit, dass sich die EU-Staaten auf den Start eines Militäreinsatzes zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer geeinigt haben. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat heute das größte NATO-Manöver seit Jahrzehnten begonnen. Dabei sind rund 90.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.
Steadfast Defender, zu Deutsch standhafter Verteidiger, heißt dieses Manöver. Es soll 4 Monate lang dauern. Alle 31 NATO-Mitgliedstaaten und der Beitrittsanwärter Schweden sind daran beteiligt, um den Ernstfall eines russischen Angriffs oder eines Terroranschlags auf das Bündnisgebiet zu proben. Und wir wechseln jetzt in die USA. Dort hat einer von Donald Trumps republikanischen Konkurrenten im Vorwahlkampf das Handtuch geworfen. Floridas Gouverneur Ron DeSantis ist aus dem Rennen um die Kandidatur ausgestiegen. Damit hat Trump jetzt nur noch eine Gegnerin in den eigenen Reihen, die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley. Ihr werden nur geringe Chancen eingeräumt, sich gegen den Ex-Präsidenten Trump durchzusetzen. Bei den Demokraten steht der amtierende Präsident Joe Biden ohnehin schon als Kandidat fest. Er könne seine Unterstützer nicht bitten, ihre Zeit zu opfern und Geld zu spenden, wenn es keinen klaren Weg zum Sieg gibt. Deshalb beende er heute seinen Wahlkampf. Ron DeSantis Umfragewerte waren zuletzt schlecht. Donald Trump lag mit deutlichem Abstand vor ihm. DeSantis schlägt sich ab sofort auf die Seite Donald Trumps. Dieser zeigt sich versöhnlich. Für Ron DeSantis war dieser Entschluss sicher nicht einfach und er wisse seine Unterstützung zu schätzen. Noch am selben Tag nach DeSantis Ausstieg um das Rennen der republikanischen Präsidentschaftskandidatur attackierte Trumps Konkurrentin Nikki Haley Donald Trump neuerlich. Trump würde nur vom Chaos begleitet. Bald wird es sich zeigen, wer das Vorwahlrennen der konservativen Partei für sich entscheidet. Die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley oder Ex-US-Präsident Donald Trump. Seit Wochen wird darüber spekuliert, jetzt ist es offiziell. Die Klimaaktivistin Lena Schilling wird Spitzenkandidatin der Grünen bei der EU-Wahl am 9. Juni. Die 23-Jährige ohne politische Vorerfahrung sieht ihre Kandidatur auch als Kampfansage gegen rechts. Lena Schilling, bekannt als Gesicht der Fridays for Future-Bewegung und durch den Widerstand gegen den Lobautunnel, will ins EU-Parlament. Ich bin und bleib Klimaaktivistin und ich bin auch morgen nicht geschniegelte Berufspolitikerin. Die 23-Jährige wird kein Parteimitglied und muss noch vom Grünen Bundeskongress gewählt werden. Laut Werner Kogler wird sie vom Bundesvorstand und den Landesspitzen unterstützt. Es ist hier eine junge Frau, die an die Zukunft glaubt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Schilling sieht ihre Kandidatur auch als Kampfansage gegen rechts. Ich stehe für ein klimagerechtes, für ein demokratisches Europa, für eine Europäische Union, in der Frauen und Männer gleich viel verdienen und in der wir uns tatkräftig gegen Armut stellen. Das Wahlziel, die derzeitigen 3 Mandate verteidigen. Seit vergangenem Jahr gibt es immer wieder Zugsausfälle und Verspätungen im Nahverkehr. Anfang März rechnet man bei den ÖBB dann aber mit einer Stabilisierung, wie es heißt. Auch bei der Deutschen Bahn ist die Situation gerade instabil. Die Lokführergewerkschaft hat jetzt nämlich einen weiteren umfangreichen Streik angekündigt, den mittlerweile 4. und längsten im Streit um die Tarifverhandlungen. Er soll in der Nacht auf Mittwoch beginnen und bis kommenden Montag dauern. Bald stehen die Züge wieder still und das 6 Tage am Stück. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer geht erneut in den Ausstand, von Mittwoch früh bis Montagabend. Im Güterverkehr beginnt der Streik schon morgen Abend. Vergangenen Freitag hat die Deutsche Bahn mit einem neuen Angebot versucht, die GDL wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Das Angebot geht der Gewerkschaft aber nicht weit genug. Das Angebot, eine Wochenarbeitsstunde abzusenken, erstens zu spät, zweitens nur eine Stunde, beinhaltet die klare Aussage, dass diese Absenkung nur dann stattfinden kann, wenn ausreichend Eisenbahner an Bord sind. Und ich sage dazu, diese Abhängigkeit ist allein durch die Arbeitgeberseite verfügbar. Wir können ihn nicht zwingen, auszubilden. Die Deutsche Bahn kritisiert die Streikankündigung scharf. Schon vor dem Jahreswechsel hat die Gewerkschaft bei 2 Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahmgelegt und bereits Anfang Jänner wurde 3 Tage lang gestreikt. Der anstehende Arbeitskampf wird zu massiven Ausfällen und Verspätungen im Zugverkehr führen. Die DB fährt in dem Zeitraum nur mit einem Notfahrplan. Nicht notwendige Reisen sollen verschoben werden. Eingeschränkt sind auch grenzüberschreitende ÖBB-Züge von oder nach Deutschland. In Wien muss sich ein Polizist vor Gericht verantworten.
Der Beamte soll im Mai in Wien-Simmering bei einer Verhaftung den Kopf eines 19-Jährigen auf den Asphaltboden geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dabei unverhältnismäßig gehandelt zu haben. Der Polizist sagt, er habe sein Gleichgewicht verloren und sei abgerutscht. Es sind diese Kameraaufnahmen vom Mai 2023, die den Polizisten heute vor Gericht bringen. Darauf zu sehen, zweimal schlägt der Kopf eines 19-Jährigen auf den Asphalt durch die Hand des Polizisten. Es fließt Blut. Amtsmissbrauch, sagt die Staatsanwaltschaft beim Prozess. Er habe das Gleichgewicht verloren und sei mit der Hand abgerutscht, verteidigt sich der Polizist. Und er habe gedacht, der Mann hätte etwas mit dem kurz zuvor geschehenen Mord in der Nähe zu tun. Genau das macht den Prozess komplex. Wir sehen ein Video, wo wir alle davon ausgehen, das ist eine Misshandlung. Und dann kommt ein Polizist und sagt, Moment, ich wusste nicht, ob das möglicherweise ein Mordverdächtiger ist, ob der die Tasche greift, der hat sich bewegt, ich habe das Gleichgewicht verloren, das war nicht wissentlich. Das Gericht muss beweisen, dass er wissentlich seine Befugnis verletzt hat und ihn wissentlich verletzen wollte. Der Betroffene sagt heute ebenfalls vor Gericht aus, er will zum Bankomat, die Polizei lässt ihn wegen der Absperrung zur Spurensicherung aber nicht durch, das gefällt ihm nicht. Da beginnt aber das Problem für die Polizei. Da passiert ein Mord und irgendein Passant sagt, ihr seid behindert und der Polizist mit dem zum Raufen an, wegen dieser Aussage. Nicht, weil er ihn für einen Mordverdächtigen hält. Der Angeklagte kommt später dazu. Der betroffene Passant wehrt sich gegen die Festnahme. Dann kommt es zu den Szenen auf dem Video. Der Polizist plädiert vor dem Schöffengericht auf nicht schuldig. Zwei Aussagen fehlen heute. Eine Polizistin, sie ist erkrankt, und ein Passant, der eines der Videos gemacht hat. Diese Person war dort, hat natürlich auch gesehen, was dort passiert, war dort in nächster Nähe und war nicht selbst mit der Fixierung meines Mandanten beschäftigt. Der Prozess wird deshalb auf den 21. Februar vertagt. Heute nimmt übrigens eine neue Ermittlungs- und Beschwerdestelle ihre Arbeit auf, die künftig Misshandlungsvorwürfe gegen die Polizei aufklären soll. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema: Handball. Bei der Europameisterschaft trifft Österreich heute auf Frankreich. Kurz vor Spielende steht es aktuell 32-28 für Frankreich. Daumen halten zahlt sich also noch aus. Am Mittwoch spielt Österreich dann gegen Island. Und wir kommen jetzt zum Wetter. Das sind die Aussichten auf die kommenden Tage. Heute Nacht breiten sich mit auffrischendem Westwind Schauer auf ganz Österreich aus. Wo der Wind noch nicht bis in die Niederungen durchgreift, besteht Glatteisgefahr. Morgen legt der Wind weiter zu und wird auf den Bergen sowie im nördlichen und östlichen Flachland stürmisch. Im Westen und Norden gibt es weitere Schauer. Länger sonnig ist es im Süden. Kultur heute meldet sich diesmal aus der Kulturhauptstadt Bad Ischl. Was dort auf dem Programm steht, weiß Patrick Zwerger. Ich melde mich mit einem Kultur heute Spezial aus dem Kurpark Bad Ischl mit den Höhepunkten der offiziellen Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres. Unter anderem mit einem Auftritt von Tom Neuwirth alias Conchita Wurst, den ich bei mir auch zum Gespräch begrüßen darf. Das und mehr ab 19:45 in Kultur heute. Und das war ORF 3 aktuell am Abend. Morgen um 9.30 Uhr am Vormittag meldet sich wieder Theresa Kulowitsch mit den News in ORF 3 aktuell. Hier geht es jetzt im Anschluss direkt weiter mit den Nachrichten in einfacher Sprache. Und danach gibt es die schönsten Geschichten aus den Bundesländern. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen schönen Abend. Bis bald in ORF 3.